25 Redstone-Ideen, die dir gefallen könnten. Kostenlos abonnieren und liken nicht vergessen. Nummer 1 ist der Dancefloor. Für den Dancefloor brauchen wir erstmal eine Clock, also etwas, was immer weiter ein Signal im Kreis gibt. Dafür machen wir so drei Verstärker mit einem Block davor, eine Redstone-Fackel hier dran. Hier machen wir Redstone, aber bevor wir weitermachen, machen wir die alle mit Rechtsklick auf die letzte Stufe. Und dann machen wir so und wir sehen die ganze Zeit, es gibt ein Signal im Kreis. Und hier machen wir einen Hebel drauf, damit können wir das Ganze stoppen, wenn wir wollen, oder wieder starten. Dann brauchen wir für die Tanzfläche einfach hier als Beispiel erstmal nur Redstone. Und da machen wir dann so, je nachdem, wie groß ihr das auch immer machen wollt, machen wir Beobachter dran. Wir machen jetzt mal 5x5 als Test. Je mehr ihr macht, desto eher wird es längen. Nur so zur Info, aber wenn wir hier 5x5 Stück aneinander machen, dann haben wir den Signalgeber. Jetzt machen wir noch 5x5 oben drauf, die nach oben gucken, weil die oberen Beobachter gucken sich ja die unteren so an. Und ihr seht, es geht immer ein Signal durch. Wenn wir jetzt Redstone-Lampen drauf machen, dann haben wir einen Dancefloor, der leuchtet. Wenn man das Ganze noch ein bisschen abwandeln möchte, weil einem diese Musterung nicht gefällt, dann macht man hier zum Beispiel bei jedem zweiten einen Verstärker rein. Jetzt ist es so, also so diagonal. Und wenn wir die jetzt noch langsamer machen, so als Beispiel, dann seht ihr, haben wir so ein von unten nach oben durchlaufendes. Je nachdem, wie ihr das Signal verlangsamt oder verschnellert. Nummer 2 ist die unsichtbare Tür. Für die unsichtbare Tür ist es super einfach. Wir brauchen erstmal irgendwas, wo wir natürlich eine Tür reinmachen. Das ist euch überlassen. Aber hier können wir ja jetzt noch durchlaufen. Und wenn wir hier einfach Tore reinmachen, dann können wir hier ja nicht mehr durchlaufen, weil die Tore sind 1,5 Blöcke hoch. Wir könnten springen und dann crouchen, dann würden wir noch da durchkommen. Aber wir machen hier vor jetzt einfach mal so einen Verstärker. Hier Redstone, da Redstone und da machen wir hier vor nochmal so. Und das Ganze decken wir einfach so mit Teppich ab. Das können wir ja hier hinter auch machen, wenn wir wollen, damit es einfach einheitlich aussieht. Und hier, wo das Redstone ist, da machen wir einfach mal so und so und machen vielleicht hier noch Teppich und schon können wir die Tore aufmachen, dann können wir durchlaufen und wenn wir die Tore schließen, können wir eben nicht durchlaufen. Nummer 3 ist der Wasseraufzug. Der Wasseraufzug hat zwar nichts mit Redstone zu tun, ist aber eine häufige Frage, die heute immer noch gestellt wird. Dafür macht man ganz einfach so eine Säule, je nachdem wie hoch oder wie tief man möchte und da macht man unten eine Tür davor. Auf der Tür macht man dann auch noch Glas bis nach oben hin und dann macht man unten, um hochzukommen, einmal Seelensand rein. Dann kann man oben Wasser reinschütten, so, wartet bis das Wasser komplett unten angekommen ist, nimmt Seetang, baut den nach oben und wenn man den komplett hochgebaut hat, dann kann man einfach wieder den Seetang abreißen. So, jetzt einmal Seetang abreißen. Und ihr seht schon, die Items springen alle da oben rum. Wuhu! Man wird ganz schnell hochgetrieben. Super convenient. Wenn man runter möchte, muss man einen Magma-Block hinmachen und kurz warten, bis der im Prinzip einmal sich runtergesogen hat. Also bis wir die Blubberbläschen komplett dadurch sehen. Nummer 4 ist ein geheimer Eingang mit Rahmen. Für den geheimen Eingang brauchen wir erstmal eine Wand, hinter der wir was verstecken können. Dann machen wir, wo auch unser geheimer Eingang hin soll, machen wir einen klebrigen Kolben hin. Aber ein weiter zurück. Und da stellen wir zum Beispiel eine Werkbank drauf. Dann stellen wir hier neben zum Beispiel einen Ofen, einfach nur um das zu dekorieren. Und wo auch immer machen wir einen Rahmen hin, mit zum Beispiel einem Enderauge. Was ihr da rein tut, ist vollkommen egal. Dann gehen wir hinter diesen Rahmen, machen hier einen Block mit einem Redstone-Komparator. Und der leuchtet schon, weil hier was drin ist. Wenn ich das rausnehme, leuchtet er nicht. Je nachdem, wie weit dieses Signal geht, hängt das davon ab, wie weit das Item im Rahmen gedreht ist. Ihr seht schon, hier ist kein Signal mehr. Und wir machen jetzt einfach mal hier einen Block hin und machen so. Und wenn wir jetzt da drehen, dann sehen wir, hey, jetzt ist die Kiste rausgeschoben. Und erst wenn wir weiter drehen, dann wird das Ganze geöffnet. Und wir können hier unten eine geheime Basis reinmachen. Nummer 5 ist die Kiste des Todes. Die Kiste des Todes funktioniert super einfach. Wir machen dafür
einen 2-Block breiten Gang, wie weit wir das auch haben wollen. So weit brauchen wir das gar nicht. Wir müssen nur gucken, dass unser Opfer auf jeden Fall in diesen Gang muss, um an die Kiste zu kommen. Also machen wir es 5 Blöcke lang. Dann lassen wir 2 Blöcke Boden und daneben machen wir erstmal 2 Blöcke frei und so klebrige Kolben rein. Die werden gleich alle ausgefahren. Am Ende kommt eine Redstone-Truhe. Es gibt nämlich nicht nur die normalen Truhen, sondern auch die Redstone-Truhe. Dann gehen wir hin und machen hier einen Verstärker hin. So. Wenn wir jetzt die Truhe öffnen, sehen wir, die leuchten kurz, die geben also ein kurzes Signal ab. Dann machen wir hier hinter so einen T, da noch einen Verstärker, da noch einen Verstärker mit Redstone-Staub dazwischen. Dann kommt hier eine Fackel hin und dann können wir von der Fackel aus einfach hier entlang laufen und dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. So. Und schon ist das Ganze zugeschoben. Jetzt können wir das natürlich verstecken, indem wir hingehen und das hier so zubauen. Und auf der anderen Seite auch. Und wenn man jetzt die Truhe öffnet, dann gehen die Fackeln aus, weil ein Signal in den Fackelblock reingeht und alles wird aufgezogen. Und wenn man jetzt das Ganze noch böse gestalten will, dann kann man natürlich hier drunter ein bisschen Platz schaffen so und kann da Lava reinfüllen, so viel man möchte. Nummer 6 ist die Lavabrücke. Das Ganze funktioniert super einfach, sehr ähnlich zu dem, wie wir es eben hatten. Wir lassen wieder 2 Blöcke frei, machen dahinter 2 Blöcke raus. So, und machen hier einfach unsere Kolben rein, so viel und so lang, wie wir das Ganze haben wollen. Und dann müssen wir dann nur noch einen Block vormachen. Also die hier müssen diesmal raus. Und dann müssen wir die nach vorne machen. Ich nehme jetzt mal Glas hier. So und so. Dann brauchen wir irgendeinen Block außer Redstone-Blöcke auf unseren Kolben. Und da machen wir überall einen Haken dran. Und diese Haken verbindet man mit Fäden bekanntlicherweise. Falls du es nicht weißt, weißt du es jetzt. Und dann machen wir so. Einmal alle verbinden und wir sehen schon, sobald wir da dran kommen, fahren die Kolben aus und das passiert schneller, als wir im Prinzip durchfallen. Das heißt, wir können drüber laufen. Das ist super cool. Nummer 7 ist der Aufzug. Der Aufzug ist ein schon lang bekanntes, noch nie verstandenes Objekt, zumindest für die meisten Spieler. Und dafür nehmen wir erstmal einen Beobachter und machen den so auf den Boden, dass der nach oben guckt mit dem Auge. Dann machen wir einen klebrigen Kolben drauf und Schleimblock, Schleimblock. So, jetzt bauen wir das Ganze andersrum. Das heißt, so, so, so und so. Das ist der ganze Aufzug. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Aufzug nicht wegfliegt. Dafür machen wir hier unter diesen Schleimblock einen Ofen. Ein Ofen ist nämlich unbeweglich. Und wir machen ganz weit oben, soweit wie unser Aufzug fahren soll, machen wir daneben einen Ofen für den Schleimblock auf der anderen Seite. Das Ganze wieder weg. Und jetzt brauchen wir noch einen Start-Stopp-Mechanismus. Den machen wir einmal hier an der Ofenseite mit der Falltür. Und hier unten passiert das, sobald wir den Block wegbauen, dann aber auch eine Falltür hinmachen. Zum Mitfahren machen wir einfach hier unten einen Block dran. Wir stellen uns hier drauf und los geht's. Wir fahren hoch. Und oben halten wir an wegen dem Ofen. Dann können wir die Falltür benutzen und wir fahren wieder runter. Und wenn wir hier unten jetzt auch schnell eine Falltür reinmachen, dann können wir die auch nehmen zum Starten. Nummer 8 ist die einfache Pistentür. Die einfache Pisten- oder Kolbentür ist wirklich einfach, weil wir gehen hin und machen erstmal unsere 2x2-Tür. Dann lassen wir links und rechts einen frei und machen einen dahinter klebrige Kolben. Und dann machen wir da einen Block hinter. Block hinter, Redstone drauf, Redstone drauf. Dann machen wir unter diesen Block machen wir eine Redstone-Fackel. Das Ganze geht hier an und hier auch nochmal Fackel. Das Ganze geht an. Unsere Tür wäre also dieser Bereich hier. Jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden. Wir machen dafür hier Druckplatten hin, wobei wir erst 2 Blöcke reinbuddeln und das einfach hier rüber. Und machen gegen den Block, wo die Redstone-Fackel draufsteht, Redstone. Das Ganze auch in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder zumachen, weil wir haben es ja 2 Blöcke tief gemacht,
Wir machen hier Druckplatten hin. Dann können wir durchlaufen. Ganz einfach kann man durchlaufen. Und dasselbe kann man natürlich auch auf der anderen Seite machen, so dass man rein und raus gehen kann. Funktioniert genauso. Einfach auf der Seite miteinander verbinden und dann hier wieder Druckplatten. Schon kommt man rein und raus. Nummer 9 ist ein Ringlicht wie im Leuchtturm. Und dabei gibt es nicht viel zu beachten. Wir fangen an mit Beobachtern und setzen die einfach in einem 3x3 Kreis. Und jetzt müssen wir hier aufpassen, denn wir müssen hier nochmal so machen, damit das Ganze startet. Dann machen wir einfach noch eine Reihe Beobachter drauf, wie wir das eben bei der Tanzfläche auch hatten. Und darauf kommen zwei Reihen Redstone-Lampen. Dann gibt es ein Problem. Wir sehen, das Ganze ist sehr schnell im Vergleich zu da drüben. Das liegt einfach daran, dass wir den Beobachter, den wir eben weggemacht haben, einfach nochmal resetten. Dann läuft das Ganze ein bisschen langsamer und sieht auch ein bisschen geschmeidiger aus. Nummer 10 ist eine Tür mit Passwort. Obwohl dieses Passwort super einfach gebaut ist, kann man die Kombinationsmöglichkeit extremst erweitern. Wir brauchen also erst eine Wand mit einer Tür. Wir müssen aber beachten, dass wir diese Eisentür gedreht da reinbauen, also so. Dann machen wir hier einfach Hebel hin und überlegen uns dann auf der Rückseite, wie die Kombination sein soll. Denn die Kombination ist diese, wo wir Redstone-Fackeln hinhängen. Also machen wir mal so, so und so. Dazwischen machen wir überall einen Block und Redstone-Staub entlang. So. Hier haben wir ja auch noch Hebel, ne? Es ist egal. Wir können da Blöcke hinmachen, wir können es auch lassen. Aber wir müssen noch einmal unter die Erde mit unserem Redstone. Das ist sehr wichtig, denn wir wollen ja irgendwie diese Tür und dafür müssen wir mit dem Redstone-Kabel oder der Leitung gegen den Block gehen, wo die Tür draufsteht. Jetzt müssen wir hier hinten einfach mal rumtesten. Wenn wir die 1, die 3 und die 5 drücken, geht die Tür auf, weil dann alle Quellen, die ein Signal erzeugen, aus sind und so unsere Tür wieder aufgeht. Wenn wir jetzt den hier zum Beispiel drücken, passiert nichts, aber wenn wir den drücken, geht sie wieder zu, weil wir dann mit dem Hebel ein Signal an die Redstone-Leitung geben. Die Nummer 11 ist unser vollautomatisches Buddelsystem. Als erstes brauchen wir einen etwas höher gelegenen Ofen. Dann machen wir einen Beobachter dagegen, also so, dass der Pfeil uns anguckt. Dann kommt ein Schleimblock und dann müssen wir einen Kolben gedreht daran machen. Dann machen wir einen Kolben so gegen den Schleimblock, noch ein Schleimblock und jetzt müssen wir den Beobachter drehen, also so. Dann kommt hier neben nochmal ein Kolben, nochmal ein Schleimblock und da machen wir noch einen drunter und einer vorne. Dann kommt hier vorne eine Mauer dran, ein TNT drunter und hier neben an dem unteren Schleimblock machen wir nochmal ein und nochmal so einen Bogen. Und hier auf die Seite machen wir eine Koralle. Jetzt müssen wir nur noch hier oben eine Sensorschiene hinmachen mit einer Lore drauf. Und das war's. Es gibt zwei Dinge zu beachten. Einerseits brauchen wir diesen Ofen, damit unser Minenroboter oder unser Abbauroboter nicht abhaut. Zum anderen müssen wir hier einen Sandblock hinmachen. Und wir duplizieren immer weiter TNT. Wir haben es nicht hoch genug gebaut, unsere Maschine ist kaputt. Wenn ihr wollt, dass die Maschine noch wandert, also zum Beispiel da hinten hin, dann müsst ihr nur den Ofen abmachen und die Maschine läuft los, sofern sie ganz ist. Als nächstes haben wir einen unsichtbaren Durchgang. Das ist sehr einfach zu bauen. Wir nehmen zwei Kolben, die wir aufeinander machen, daneben auch nochmal zwei Kolben und davor so nochmal zwei Kolben. Dann kommt hier unser Block rein, der unsere Wand darstellt. Das wäre in dem Fall dieses Loch hier, also das Ganze wird einmal rübergeschoben, einmal nach vorne. Deswegen können wir hier Blöcke vormachen und hier lassen wir mal frei. Und dann können wir hier oben drauf noch einfach komplett zubauen, das ist gar kein Problem. Und hier hinten mache ich auch noch ein Stück. Jetzt mache ich zum Testen einen Hebel hier vor. Den machen wir komplett hier runter. Dann einen Verstärker. Und diesen Verstärker machen wir einen Tick langsamer und wieder hier zwei hoch. Also so, dass wir genau auf diesen Kolben landen, aber der Verstärker muss hinter den Kolben liegen. Wenn wir jetzt drauf drücken, geht das Ganze zu. Drücken wir nochmal drauf, geht's auf.
Die nächste Nummer ist eine unsichtbare Treppe. Die Treppe ist sehr einfach zu machen. Wir müssen einfach gucken, wo wollen wir eigentlich hoch. Da machen wir dann klebrige Kolben hin. Das könnt ihr immer weiter hoch machen. Das ist vollkommen egal, wie lange ihr das macht. Aber wir müssen dann Treppen hier an die Kolben machen. So. Und dann müssen wir noch eine Treppe davor machen, so dass sich unsere Treppe, auf der wir laufen, dreht und von der Seite aussieht wie ein solider Block. Den Rest können wir einfach auffüllen mit dem jeweiligen soliden Block. Da müsst ihr gucken, womit ihr die Treppe gebaut habt. Aber so einfach kann man das machen. Und dann müssen wir diese Treppen nur noch anschließen. Dafür können wir einen Hebel nehmen oder was auch immer. Ich mache jetzt mal hier einen Hebel hin. Hier hinter machen wir das Redstone-Signal. So. Und dann machen wir einfach hinter den Kolben noch Blöcke, die dann hier hochgehen und unser Redstone-Kabel auf oder Staub. Und schon fährt das Ganze raus. Wenn wir wieder so machen, ist sie unsichtbar. Die nächste Nummer ist ein Maschinengewehr. Das Maschinengewehr ist super einfach zu bauen. Man muss aber eine Sache beachten. Wir machen erstmal so zwei Blöcke und so zwei Blöcke. Dann machen wir hier Redstone drauf und hier kommen dann zwei Redstone-Fackeln hin. Jetzt geht das Ganze irgendwann aus. So, wenn wir jetzt einmal so machen, geht es auch wieder aus. Erst müssen wir hier vor einen Verstärker machen und einen Werfer. Da kommen dann ganz viele Pfeile rein. Und wenn wir jetzt eine Fackel hier neben bauen, dann wechselt sich das Ganze immer wieder ab. Aber wir sehen schon, wir können schießen wie die Verrückten. Je höher wir das bauen, desto weiter fliegen natürlich die Pfeile. Aber es ist super lustig als Verteidigungsmechanismus. Als nächstes haben wir einen ganz einfachen Elytra-Launcher. Oder ein Jump-Pad, um in die nächste Etage zu kommen. Das kann auch sein. Wir machen erstmal einen klebrigen Kolben, darauf einen Schleimblock. Dann müssen wir rundherum Öfen machen. Die bleiben ja nicht kleben, die kann man nicht verschieben. Und wir machen einfach die Plattform mal komplett, warum auch nicht. Wir brauchen ja eine Plattform zum Losfliegen. Und wenn wir das gemacht haben, machen wir, bevor wir das hier komplett machen, machen wir hier einen Verstärker hin. Machen den einen langsamer, einen Redstone-Staub. Dann gucken wir mal, das Ganze klappt. Über diesem Redstone-Staub machen wir hier eine Druckplatte hin. Und dann können wir hier noch Treppen machen. Und wenn wir jetzt mal hochgehen, sehen wir, das Ganze ist zu schnell. Wenn wir sprinten, ist es immer noch zu schnell. Also müssen wir den langsamer machen. Machen wir ihn mal auf die letzte Stufe und sprinten. Es klappt wunderbar. Und das kann man nehmen als Elytra Launcher oder wenn man in die nächste Etage kommen möchte, dann kann man auch da hochspringen. Eine einfache TNT-Kanone. Dafür müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke lang bauen. Machen es nur auf einer Seite zu und auf der anderen machen wir vorne eine Stufe. In die Richtung schießen wir jetzt. Dann kommt hier Wasser rein und wir machen hier ein TNT auf die Stufe und genau bei den drei Blöcken dazwischen auch TNT. Jetzt brauchen wir einen Knopf und diesen Knopf machen wir, wohin wir wollen. Zum Beispiel hierhin. Dann machen wir hier noch Redstone und gehen hier runter und machen 1, 2, 3, 4 Verstärker. Dann gehen wir einmal rum und machen wieder 1, 2, 3, 4 Verstärker und gehen hier an das TNT. Die Verstärker müssen wir alle auf die letzte Stufe machen, damit wir im Prinzip so hoch wie möglich schießen. Und wenn wir so weit wie möglich schießen wollen, dann müssen wir sie schneller machen. Drücken wir mal und wir sehen, das TNT wird komplett rangeschoben, bis das Signal rum ist. Und los geht's. Die nächste Nummer ist eine Zielscheibe, die einen mit einem Feuerwerk belohnt. Super einfach. Wir machen einen Zaun, einen Zielblock drauf und machen dahinter einen Werfer, den wir so nach oben zeigen lassen. Da können wir dann einfach Feuerwerksraketen reinpacken und wenn wir drauf schießen, wird sofort der Werfer aktiviert und wir werden belohnt mit einem, naja, in unserem Fall sehr, sehr lausigen Feuerwerk. Als nächstes haben wir eine Spüle, wo wirklich Wasser rein und raus geht. Das ist sehr einfach erklärt. Wir brauchen eine Wand, wo wir einen Haken dran machen und unten in die Mitte einen Werfer. Man kann auch einen Hebel nehmen, aber in diesen Werfer muss Wasser und wir müssen natürlich das Wasser irgendwie hier drinne behalten. Wir können so machen zum Beispiel, wir können es aber auch größer machen. Dann machen wir hier neben einmal einen Rahmen, wo wir irgendwas reintun, was wir wollen. Ich nehme jetzt nochmal Wasser für Kaltwasser. Und wenn wir dann hier hintergehen, machen wir hinter einfach einen Block mit einem Komparator. Und dann machen wir noch einen Block, wo wir Redstone machen. Redstone. Und wir müssen hier unten hin, wo unser Werfer ist.
Da müssten wir eigentlich einfach nur gegen den Block gehen. Und wenn wir jetzt mal drehen, da ist Wasser. Jetzt können wir weiter rumdrehen. Und wenn wir nochmal drehen, nimmt er sich das Wasser wieder. Super einfach, weil die Signalstärke hier halt weitergegeben wird. Als nächstes haben wir die vollautomatische Ausrüstung. Und das ist super klein und kompakt. Wir brauchen einen Werfer, der nach oben guckt, zwei Werfer, die uns angucken und einen Werfer, der nach unten schaut. Dann machen wir hier Redstone drauf und hier einen Knopf dran. Und wenn wir jetzt hier überall unser Rüstungsteil reinlegen, so und hier auch nochmal, und uns dann hier reinstellen, wir sehen, wir haben keine Ausrüstung an. Wir drücken hier drauf. Wir haben Ausrüstung an. Als nächstes haben wir einen Jumpscare. Ein Jumpscare soll ja Leute erschrecken. Und dafür machen wir einfach 5 Eisblöcke. Dahinter lassen wir einen frei und machen dahinter einen Block, wo wir einen Kolben mit Schleimblock drauf machen. Dann stellen wir hier vor aufs Eis einen Rüstungsständer mit irgendeinem Creepy-Helm. Wir könnten auch einen geschnitzten Kürbis nehmen oder sonstiges. Und hier vorne machen wir als Beispiel eine Wand drumherum. In diese Wand machen wir 2 Schilder, wo wir dann noch ein Bild drauf machen, damit man eben nicht durchgucken kann. In meinem Fall bin ich jetzt hingegangen und habe hier so 3 Zäune gemacht, damit das aussieht wie eine Galerie im Museum oder so, wo ich mir das Ganze hinstellen und angucken kann. Und dann müssen wir von dieser Druckplatte aus, müssen wir noch ein Signal nach hinten führen. Dafür brauchen wir einmal Redstone und eventuell einen Verstärker, je nachdem wie weit ihr das Ganze gebaut habt. Wir gehen jetzt einfach mal hier entlang, so einfach hier hinten entlang und schauen mal, ob das Ganze so geht von der Entfernung her. Und wenn wir jetzt uns hier drauf stellen, ja, da kommt er angeflogen. Die nächste Nummer ist der automatische Ofen. Der automatische Ofen ist nicht für Riesenfarmen gedacht, aber grundsätzlich funktioniert er. Wir machen eine Doppeltruhe, wo wir 2 Trichter drauf machen. Dann machen wir da drauf unsere 2 Öfen. Wir können das Ganze natürlich auch erweitern. Wir können hingehen und sagen, hey, wir machen das so, dass wir hier das Ganze vielleicht so groß machen. Dann kommen da nochmal 4 Trichter drauf mit Truhen jeweils. Also so, hier eine Doppeltruhe, hier eine Doppeltruhe. Und wir machen von hinten auch noch Trichter in die Öfen mit Doppeltruhen und Doppeltruhen. Jetzt muss man einfach wissen, alles was von oben, also wenn ich es jetzt hier in die Truhe tue, von den Trichter nach oben in den Ofen getan wird, kommt in den oberen Slot. Alles, was von hinten oder von der Seite reinkommt, kommt in diesen Slot. Und unten wird das Fertige rausgezogen. Das heißt, wir tun jetzt mal hier Essen rein und hier mal Kohle rein. Und wir sehen schon, das Ganze brennt sofort los. Das kann man jetzt natürlich hier einfach voll machen, mit was auch immer man braten möchte. Und dann passiert das von ganz alleine. Und wenn das fertig ist, wird sofort rausgezogen. Die nächste Nummer ist ein Lager, was euch anzeigt, ob eine Truhe voll ist. Für das automatische Lager brauchen wir erstmal unser Lager, also Truhen. Das können wir so hoch machen, wie wir wollen eigentlich, aber wir wollen noch oben an unsere Kiste drankommen. Deswegen mache ich jetzt mal nur 4. Dahinter machen wir einfach auf die rechte Seite Trichter gegen die Truhen. Oben noch ein Trichter drauf und nochmal eine Truhe drauf. Das ist die Truhe, wo wir reinschmeißen. Das hier ist unser Lager. Dann machen wir daneben Redstone-Lampen und umranden das Ganze einfach mit dem Baublock, den wir für unser Lager ausgewählt haben. Und dann sieht es so aus. Von der Rückseite machen wir es jetzt so, dass wir erstmal hinter den Redstone-Lampen auch Blöcke machen. Dann machen wir Redstone-Komparatoren und zwar hier. Dann machen wir einen Block und wieder einen Komparator. Und dann wieder ein Block und hier bräuchten wir keinen Komparator mehr, weil hier ist ja keine Lampe mehr. Okay, jetzt können wir aber die Blöcke, wo der Komparator eben nicht gegen zeigt, ja, die können wir gleich unter Umständen entfernen. Vorher aber gehen wir hin und machen hier jeweils, wo ein Komparator ist, einen Block gegen den Trichter. Da machen wir dann einen Komparator, der rauskommt. Dann machen wir vor die Komparatoren einen Block. So. Dann machen wir genau, wo die Lücke ist, einen Block, wo wir Redstone drauf machen. Und dann machen wir wieder gegen das Redstone einen Block.
So. Und so. Und dann machen wir wieder, wo die Lücke ist, ein Block und hier ein Block, wo wir Verstärker reinsetzen. Okay, das war's schon. Wir brauchen also keinen Block mehr in dieser Säule hier entfernen. Es geht nur darum, dass man zwei Dinge wissen muss. Wenn man ein Item in eine Trichterkette wirft, dann geht das Item immer erst nach unten, bevor es zur Seite geht. Also ist unser Sandstein jetzt hier. Und wir machen hier jeden zweiten Komparator, weil der unterste Trichter wird durch den Komparator in der Mitte rüber signalisiert. Der zweite Trichter geht mit diesem Komparator in den Block hier. Der gibt ein Signal an das Redstone an diesen Block hier, an den Verstärker, in die Redstone-Lampe. Und so bekommen wir jede Lampe. Aber testen wir das Ganze doch mal aus, indem wir jetzt einmal hingehen und hier das Ganze füllen. Jetzt läuft es los nach unten. Und wir sehen hier schon, da kommt schon ein Signal an, weil jetzt hier die ganze Zeit Items durch den Trichter rutschen. Also wird das Signal im Prinzip dann ausgelöst, wenn etwas in diesem Trichter hier ist. Wir sehen, es rutscht ja immer sofort nach. Hier ist es nicht lang genug. Wenn wir jetzt mal hingehen und machen hier mal so, dann sehen wir schon, die zweite leuchtet. Die vorletzte Nummer ist ein automatischer Mülleimer und das ist auch gar nicht schwer zu bauen. Wir brauchen erstmal einen Spender, der die Sachen wegwirft. Den machen wir einfach mal so hier gegen. Oder wir machen ihn noch einen höher, das ist glaube ich einfacher. So, dann kommt ein Trichter drauf und eine Truhe drauf. Die Truhe ist das, wo wir unsere Sachen reintun. Der Spender wird es dann später einfach nach unten werfen. Dann machen wir hier einen Komparator hin mit einem Block, danach Redstone, wieder ein Block, Verstärker und Redstone. So, dann brauchen wir noch einen Block gegen den Trichter und auf diesem Redstone hier drauf und machen hier auch noch einen Redstone hin. Und wenn wir jetzt hier Items reinwerfen, sehen wir, es wird automatisch rausgeschmissen. Da unten noch Lava rein und alles wäre sofort vernichtet. Als letztes haben wir eine Zielscheibe, die uns ein Signal gibt in Form der Redstone-Lampe. Das ist super einfach gebaut. Wir machen einfach einen Block mit unserem Zielblock drauf. Dann machen wir noch einen Block mit unserer Redstone-Lampe. Und wenn wir jetzt dagegen schießen, wollen wir, dass die aufleuchtet. Dafür machen wir eine Redstone-Fackel an den Zielblock mit einem Block drauf und einer Redstone-Fackel drauf. Diese Fackel geht aus, weil diese Fackel ein Signal in diesen Block abgibt. Schießen wir aber in diesen Block, geht diese Fackel aus, diese Fackel an. Probieren wir es einfach mal. Wunderbar. Das waren 25 Redstone. Das waren 25 Redstone-Ideen. Ich hoffe, dir haben ein paar gefallen und du konntest vielleicht auch ein bisschen noch was lernen. Wenn ja, kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team LastRP werden. Von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Mit Bogen.